Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, liebe Freunde, wir waren letztes Mal hier weiter im Herrenhaus unterwegs, haben unsere netten Schlangenfreunde nochmal gesehen beim letzten Mal. Und ich glaube, wir wollten, wir hatten hier die Batterie im Inventar. Und ich glaube, wir wollten hier raus, ne? Ich glaube, das war so, ja, und da ist jetzt die Frage. Wenn wir rausgehen, mir ist nämlich noch was aufgefallen, und zwar, schaut euch das mal an, wir haben beide Medaillen. Ist jetzt die Frage, sollen wir die mitnehmen, aber dann reicht das echt vom Platz her überhaupt nicht. Ich lasse das erstmal, Freunde, los. Gehen wir einfach mal raus. Auch wenn ich das Herrenhaus nicht verlassen will. Aber nun gut, Freunde, ich glaube, ja, wir müssen es verlassen. Gut, liebe Freunde, ja, neue Aufnahmesession hier, Sonntagabend, 8:45. Ganz klassisch wieder Sonntagabends, so wie immer. Und diesmal ist es auch schon dunkel draußen, also es geht echt auf den Herbst zu so langsam und das finde ich gut. So, warum ist es jetzt hier rot? Was kommt jetzt hier? Ist jetzt hier vielleicht Rebecca? Genau, wir haben ja beim letzten Mal noch Rebecca verloren, ne? Und irgendwas ist hier. Ja, gut, das ist dieses Item hier, ne? Frage ist echt, wo ist Rebecca? Ne, wir hatten die beim letzten Mal gehört. Aber wir haben überall gesucht und da ist nichts. Ich weiß gerade nicht, wo ich nach Rebecca suchen soll. Tatsächlich. Aber, packen wir erstmal die Batterie nach draußen. Ich glaube. Ich meine, wir haben ja hier auf dem Weg alles platt gemacht, ne? Sollte eigentlich nichts mehr da sein. Nein, ist es auch nicht. Okay. Ich meine, wir haben zur Not eine fette Schrotflinte. Aber wo war das denn jetzt nochmal? Ach, genau. Das war hier vorne, wo wir hier die Batterie einsetzen mussten, glaube ich, oder? Hä? Oder war das doch da unten? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber dann war es doch hier unten. Ich glaube auch, dann kommen wir nochmal ins Herrenhaus tatsächlich rein. Ja. Ich hoffe mal auch, dass wir Rebecca noch retten können, weil sonst ist das ein bisschen... Bisschen komisch, muss ich sagen. Ganz ehrlich. So, aber ich befürchte, wir brauchen hier doch die Kurbel hier draußen, oder? Da kommen die Schlangen raus. Igitt, jetzt kommen sie nicht von der Decke gefallen. Ah doch, jetzt kommst du doch von der Decke gefallen. Ihr seid so widerlich. Habt ihr ihn vergiftet? Nein, uns geht's gut. Alles klar, uns geht es gut. Gut, runter mit dir, lieber Chris. In den rostigen Aufzug. Ach, was sind die hier herrlich. So, hier haben wir blaue Kräuter. Wechsel mal die Waffe. Es kann ja sein, dass hier noch Hunde rumlatschen. Und genau hier müssen wir am Ende tatsächlich hin. Ach, guckt mal. Hier liegt noch ein grünes Kraut rum. Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Ja, aber da kommen wir erstmal noch nicht hin. Ich frage mich jetzt gerade, wo das nochmal war mit der Batterie. Wo war das nochmal mit der Batterie, Freunde? Hä? Ach, war das? Ach, okay. Hier vorne. Ah, ganz genau, hier vorne. Können wir die Batterie reinpacken? Damit dieser Aufzug hier wieder funktioniert, wir den nutzen können. Und wir dann jetzt mit der Kurbel das Wasser ausschalten können und in den unheimlichen Bereich da unten reingehen können. Okay. Ja. Da müssen wir uns aber drauf vorbereiten. Da werde ich dann auch dieses Kraut mit dem, was da noch liegt. Werde ich mit so einem Doppelgrün zusammenmischen. Weil der Bereich wird, so wie ich den kenne, wird der ziemlich ungemütlich. Naja, wobei, wartet mal. Wenn wir den Bereich jetzt begehen, kommen wir dann überhaupt nochmal ins Herrenhaus zurück?
Ich weiß es nicht. Die Frage ist wirklich jetzt, wo ist Rebecca? Hm? Ich meine, wir könnten jetzt theoretisch noch mal den ganzen oberen Flur absuchen, Rebecca. Weil ich einfach auch nichts verpassen will, storyline-technisch. Ne? Und ich weiß ja nicht, wo sie jetzt ist. Also wir hatten ja beim letzten Mal schon. Hier oben hatten wir ja schon geguckt, ne? Naja, wobei, mir fällt noch ein Raum ein, wo wir noch gucken können. Aber so, wir haben jetzt tatsächlich die. Okay, da nehmen wir dann Kräuter mit. Die Kurbel brauchen wir, diese Quadratkurbel. Und ansonsten, wir haben Magnum, wir haben Selbstverteidigung, wir haben Einschussgewehrmunition. Ja, okay. Ansonsten, die Heilung können wir uns dann zusammenmischen. Okay, was? Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil hier auf einmal so ein Geräusch bei mir war. Naja, gut, egal. Gucken wir mal da. Wir gehen noch einmal kurz hoch. Gucken wir noch einmal da, wo wir der Schlange zuerst begegnet sind. Mal gucken, ob Rebecca vielleicht da dort ist, ne? Es kann ja gut sein. Also, hier war ich ja noch gar nicht mehr, ne? Rebecca, bist du hier? Ich hoffe mal, ich würd sie gerne retten. Hier war die Geschichte. Okay. Ach, und hier war dann einfach nur das Loch. Okay, nö. Dann war das doch nicht hier. Wo haben wir denn? Ah. Okay, das ist gar nicht hier. Ach, ich Idiot. Es ist gar nicht hier, sondern auf der anderen Seite, wo wir da mit der Schlange zuerst gekämpft haben. Okay. Nö, ist ja kein Thema. Dann stapfen wir da eben hin. Ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit. Ne? Von daher. Da ich dieses Spiel halt nicht kenne, ne, und von der Storyline hier nichts verpassen möchte, ja. Nee, gucken wir noch mal auf der anderen Seite ganz kurz. So, genau hier einmal durch. Es kann auch sein, dass ich jetzt natürlich komplett falsch liege, ne? Und Rebecca gar nicht mehr hier ist. Aber wo soll sie sonst sein? Also, ich meine, wo soll sie sonst sein? So, dann gehen wir doch noch mal hier. Wartet mal. Stopp. Ich gehe komplett falsch hier. Ich gehe komplett falsch. So, das war doch hier. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier. Im guten alten Resident Evil 1 HD Remaster. Wie wir tatsächlich bald das Herrenhaus verlassen. Und ich hoffe jetzt halt, dass wir Rebecca hier irgendwie finden. Ansonsten gehe ich raus einfach. Oder, keine Ahnung. Oder wir kommen hier nochmal zurück, wenn wir außerhalb des Herrenhauses weiter die Gegend erforschen. Aber was mit den Katzen los? Die jagen sich hier quer durch die Wohnung. Das ist geil. Rebecca, bist du hier? Hier ist nichts. Hier ist einfach nichts. Okay. Ja, Freunde, sorry. Dann finde ich Rebecca erstmal nicht, leider. Ich habe auch keine Ahnung, wo sie ist, ne? Dann tut es mir leid. Dann müssen wir erstmal tatsächlich ohne Rebecca das Haus verlassen. Aber nun gut, ich glaube, wir werden in dem Bereich da unten erstmal genug Spaß haben, alleine. ganz ehrlich. Dann, ja, Chris, lauf doch. Mach hier keinen Stehwalzer, sondern lauf. Ja, das mit der Kameraperspektive, das ist manchmal ein bisschen doof, ja, muss man sagen. Aber da gewöhnt man sich dran, wenn man das länger spielt. Und wir sind ja mittlerweile auch schon wieder bei Folge. Was war das? 18? Folge 18? Ja, kann gut sein. Von daher. Dauert auch nicht mehr ganz so lange das Spiel, glaube ich. Also wie gesagt, im Original war es ja so, als wenn wir aus dem Herrenhaus raus waren,
kam ja nur noch das Umbrella-Labor, ne? Und mehr hatten wir da nicht. Ja. Und hier ist das dann. Ich weiß ja nicht, was hier jetzt noch kommt, ne? Wegen Remake. Kann gut sein, dass hier noch einiges kommt, aber ihr hattet mir auch schon so einen Wink gegeben, dass bei der Schlange bei dem ersten Mal, dass das grob ein Drittel war von dem Spiel, ne? Und ja, deshalb. So, gucken wir mal weiter hier. So. Gut, dann gehen wir erstmal so raus ohne Rebecca. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich nachher suchen soll, ohne Scheiß. Wir sind oben in einige Räume gegangen. Wir haben sie nicht gefunden. Und, wie gesagt, vielleicht kommen wir ja nochmal hier zurück. Ja, das wäre ganz cool. So, aber jetzt erstmal hier. Erstmal raus hier, so in den Gruselbereich. Ja, der Bereich. Ich bin nervös. Im Original war der nämlich echt eklig. Richtig widerlich war der Bereich. Und eigentlich will ich da jetzt auch nur ungern hin, aber naja. Wat mut dat mut, ne? So. Gut, dann machen wir mal das Wasser wieder aus da unten. Und ja, dafür brauchen wir halt unsere Quadratkurbel. Die haben wir ja zum Glück mitgenommen. Und hier ruckelt es immer irgendwie ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Nein, nutzt doch die Kurbel. So. Schön zurückkurbeln, Chris. Den Weg brauchen wir nicht mehr. Sehr gut. Und? Jawohl. Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Und wir nehmen die Kurbel nochmal mit. Interessant. Ja, und ihr seht's wieder, jetzt ist hier wieder voll. Chris will nicht baden gehen. Er hat keinen Bock drauf. Aber wir haben ja jetzt mit unserer tollen Batterie diesen anderen rostigen Fahrstuhl aktiviert, den wir jetzt benutzen können, um da runterzukommen. Und dann da bei dem Wasserfall nochmal zu schauen, was da Sache ist. So, Chris, dann. Ich glaube, das war hier mit dem Bereich. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, dass das hier war. So, nimm das Kraut mit. Macht hier da mal ein Doppelgrün draus. So, wir können dann nämlich einmal in den orangenen Bereich geschlagen werden. Ist dann kein Problem. So, was ist hier im Remake? Ah, ja. Ihr seht's, ne? Eine Leiter. Okay. Geh da runter. Verdammt. Aber hier unten war auch ein Safe-Raum, wenn ich mich nicht. Ja. Schreibmaschine und die Inventarbox, die sind hier draußen. Okay, das wird jetzt eklig, Freunde. Der Bereich kommt mir nicht sicher vor hier. Aber hier ist die Kiste. Und da liegen Farbbänder. Die können wir doch mal mitnehmen. Und direkt in die Kiste packen. Genau wie die Kurbel. Die packen wir dann auch erstmal in die Kiste. Ja, und die beiden Medaillen, ne? So, die Kurbel kann wieder nach oben. So. Ich glaube, so können wir erstmal durchsuchen, das ganze Gebiet hier. Ist hier irgendwas rot? Hier ist tatsächlich was rot, aber gehen wir erstmal hier vorne durch die Tür, ne? Okay. Immerhin noch keine Musik. Hier kommt jetzt auch noch keine Musik. Okay. Ich weiß aber, dass hier unbequeme Gegner kommen. Okay. Oh, hier ist Treppe runter. Hier ist aber auch noch nichts. Hä? Warum?
Ja gut, dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Hier sind keine Gegner. Ja, und ihr seht's nicht, da liegt was. Shotgun-Muni, die legen hier nicht umsonst Shotgun-Muni ab. Ah, und ihr seht das, ne? Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter den Felsbrocken sind Blutflecken. Ja, da ist der Felsbrocken und... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der irgendwie... Ja. Da gab es auch so eine lustige Szene im Original. Dass der Felsbrocken sich dann aktiviert und dann hat man so eine Indiana Jones Szene. Wo man dann von den Felsbrocken weglaufen muss. Okay, hier geht... Hier ist schon wieder so ein gruseliger Ton im Hintergrund. Aber... Oh, und hier ist eine Musik. Ja, okay. Jetzt kommt hier eine Musik. Oh, um Himmels Willen. Auch nicht gerade. Auch nicht gerade nett, die Musik hier. Auch nicht gerade nett. Ihr seht, da hinten lag noch ein Item, ne? Ein riesiges Loch, wofür das Folge gegraben wurde. Aha, was ist das denn? Die Stromzufuhr für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Nö, lass erstmal. Wir haben noch einen Platz, ne? Aber... Mich wundert, dass hier kein... Mach dann mach, komm. Aha. Eine Röhre. Wir können eine Röhre mitnehmen. Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. In die Seiten sind Symbole eingraviert. 1... 2, 3, 4. Das sind römische Ziffern. Interessant. Ja. Okay. Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wofür man das braucht. Deswegen pack das mal wieder da rein. Pack das mal wieder da rein. Hier geht ja eh noch nichts. Ne? Zylinderröhre wurde eingesetzt. Nein, dann lass erstmal. Aha, hier hat man also noch... Oh Gott, diese Musik, Freunde. Ah, die ist ganz schön eklig. Und hier seht's, wir haben hier noch Munition. Die geben uns doch nicht umsonst hier jede Menge Muni. Ganz ehrlich. Okay, aber wir gehen schon zu weit weg eigentlich. Wir gehen eigentlich schon voll zu weit weg. So. Oder was ist jetzt hier? Ja, hier ist nochmal... Keine Gegner, ne? Ach, Moment, ich glaube... Ich weiß, was das hier für ein Bereich ist. Ja, hier kommt doch eine Cutscene, genau. Rico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico. Enrico. Double crosser. Ja, Freunde, wer hier wohl der Verräter war? Ich glaube, wir können es uns schon denken, aber wenn man das Original gesehen hat, dann weiß man ja, wer der Verräter ist, ne? Und ich wusste gar nicht, dass Verräter, dass man dazu auch Double Crosser sagen kann. Ich habe immer gedacht, das heißt Traitor. Aber okay, Enrico kennt ihr ja auch, ne? Das ist ja der aus dem Origin... Ah, jetzt klingt wieder meine Uhr hier.
Das ist ja aus dem Original, ach, aus Zero, sorry, der Gruppenführer von Rebecca. Und, genau, getötet durch eine Kugel. Ja, der wurde abgeknallt. Wer könnte es sein? Ja, wie gesagt, Moment. Er hält etwas in der Hand. Ja, eine Winde, okay. Enrico ist tot. Was wusste er wohl? Gut, Enrico, ja, scheiße, was mit dir passiert ist. Aber, ja, machen wir jetzt mal weiter. Das Ende ist sechseckig. Hexagonwinde. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Hexagonkurbel und da wir jetzt das Ding mit Enrico hier unten gemacht haben, habe ich die Befürchtung. Ja, und das ist... Oh. Alter! Kommt ihr auf einmal um die Ecke? Oh, ja. Boah, zum Glück haben wir den aus der Tür kommen hören, ey. Meine Fresse. Ja, weiter hier unten sind Hunter. Und zwar nicht zu knapp. Genau deswegen, ja. Deswegen hasse ich diesen Bereich. Weil hier einfach ungefähr 10 Hunter rumlaufen. Und. Es ist hier natürlich alles voll mit denen, ne? Oh Gott. Lass mich bitte am Leben, ey. So, was ist jetzt hier mit... Ah, guckt mal. Wenn wir nicht voll wären, würden wir uns daraus jetzt eine Dreifachheilung machen. Aber wisst ihr was? Wir sind so nah an der Kiste. Komm. Lauf zur Kiste, Chris. Wir brauchen nicht so viel Munition. Es sei denn, wir verballern jetzt die Munition gegen die... Die Hunter! Da ist er! Und schießt! Oh. Boah, ist der widerlich gewesen. Schaut euch mal die Zähne vor dem... Ja, das meinte ich mit Munition verschießen. Damit wir ja den Itemplatz sparen können, aber. Nee, wir gehen trotzdem zur Kiste. Die Hunter. Ja, es ist ungemütlich hier unten, wie gesagt. Genau, und hier liegt ein blaues Kraut, ne? Zum Vergiften. Antigift. So, hier ist unsere Kiste, das ist gut. Die Kurbel. Können wir erstmal rauslegen tatsächlich. Das können wir damit verbinden. Moment. Kombiniere damit. Okay. Und das können wir dann wieder in die Kiste legen. Die zwei Schuss, ja. Es wird mir gerade auch wieder ein bisschen zu voll hier, muss ich sagen. Aber ey, guckt euch das mal an. Ich will. Wie viel Heilung wir hier haben, das ist wirklich unnormal. Die beiden Medaillen haben wir. Quadratkurbel, Hexagonkurbel. Modisk, aber die brauchen wir noch ganz viel später. Dieses Metallobjekt, warum auch immer. Ja, ansonsten. Ansonsten. Machen wir erstmal weiter da hinten. Was ist die Sache mit dem Aufzug? Die Sache ist nämlich tatsächlich Remake-exklusiv, sage ich jetzt einfach mal. Also brandneu. Und ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ne? Da unten war ja nichts mehr. Ne, nee, da ist ja nur dieser Felsbrocken, der uns da den Weg versperrt. Gut, dann holen wir uns jetzt mal das grüne Kraut hier. Genau. Das grüne Kraut. Und wir laufen hier auch ohne Barry rum. Ich glaube, wenn man mit Jill spielt, hat man hier Barry zur Verfügung. So, ja, meine Vollheilung. Und dann jetzt nochmal da mit diesem Aufzug da. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen mysteriös hier. Die Zylinderrohre wurde eingesetzt.
Röhre mitnehmen. Prüfen. Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. Okay. Da kann man aber nichts mitmachen jetzt erstmal, ne? Mit dem Item. So, cool. Dann haben wir jetzt hier auch alles erstmal gesammelt. Okay. Alles klar, dann. So. Ich glaube, dann können wir auch erstmal rausgehen. Ist das hier richtig? Nein, das ist die falsche. Da war Enrico drin. Gut, aber ich würde das gerne erstmal speichern, weil wir haben relativ Glück gehabt mit den Huntern, dass die so dumm waren. Und uns nicht einmal getroffen haben. Das ist wirklich Glück. Mehr Glück als Verstand mal wieder hier. Gut. Ich werde das nämlich dann gleich abspeichern. Ich weiß nicht, ich speichere irgendwie in jeder Folge, aber wie gesagt, wenn man einmal stirbt, dann muss man halt den ganzen Fortschritt der ganzen Folge nochmal nachspielen. Und das ist uncool, deswegen speichere ich auch hier öfter. Gut, ich denke, es könnte sein, dass wir das direkt in der kurzen, in der nahen Zukunft brauchen werden. Deswegen. So, eine alte Schreibmaschine. Jawohl, wir kriegen ja jetzt genug. Zum Glück genug Farbbänder. Innenhof, erstes Untergeschoss. So. Dankeschön. Dann wieder schön weg damit. Und dann geht's auf der anderen Seite weiter. Ah. Ha, guck mal. Da ist ein sechseckiges Loch. Ja. Und was passt in ein sechseckiges Loch? Eine sechseckige Kurbel. Und ja, dann würde ich vorschlagen, nimm die mal mit und mach, dreh da mal was. Mir fällt jetzt nämlich auch wieder was ein. So. Weil guck mal, wir drehen den Boden. Es ist so krass. Wir kriegen die Sechskantkurbel nochmal, weil ihr seht's ja. Wartet mal. Im Original war hier noch ein Raum versteckt. Dreh bitte nochmal. Ich weiß ja nicht, ob es das hier auch gibt. Aber nein, er dreht durch. Okay, er dreht's durch. Dann ist es hier jetzt erstmal nicht. Okay. Gut. Dann gibt es diesen extra Raum tatsächlich nicht hier. Da vorne liegt aber nochmal ein grünes Kraut. Meine Güte. Kriegen hier so viel Heilung. Wir können die Heilung direkt wieder ablegen. Das ist unfassbar. Unglaublich. So. Und die Sechskantkurbel kann eigentlich auch weg. Die Heilung kann ganz nach oben. Mein Gott. Okay. Dann grünes Kraut mitnehmen. Und dann können wir noch nicht durch, weil hier ist anscheinend noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas zu tun. Alte Schreibmaschine. Ja, wenn du ein Farbband hättest, ne? Aber was ist denn hier jetzt noch zu tun? Ach, okay. Das blaue Kraut. Ja. Können wir auch mischen, würde ich vorschlagen, mit dem grünen, weil ich weiß ja nicht, was jetzt hier noch an Giftzeug kommt, ne? Das war's. Okay, das war's. Alles klar. Dann. Ah, ich sehe auch gerade, wir sind wieder am Folgenende angekommen. Gut, liebe Freunde. Ja, ich und meine Cliffhanger, ne? Was sich hinter dieser Tür hier verbirgt, würde ich sagen, sehen wir da beim nächsten Mal. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Ich sehe es gerne weiter, den Kanal. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.